Also mit der D2 geht auf den Nahkampf. Du hältst halt nur einen Schuss und musst dann nachladen. Also wie gesagt, ich bin aktuell von der Flairgun am meisten überzeugt. Ich werde aber erst mit der kämpfen. Das Problem ist auf die weite Distanz. Ich weiß nicht, wie hoch ich zielen ja, muss. Ja, ich nehme die auch eher für kurze Distanz. Weit ist echt nicht so geil. Und für kurze Distanz kann man auch was anderes. Ja, den schalte ich auch gerne mit der aus. Oh, da habe ich ja, jetzt. Ja, er brennt. Scheiße, jetzt kommt der Sniper auf. Du wurdest entdeckt. Nein! Au! Ich bin tot. Ja. Du auch? Noch nicht. Ey. Wow! Die ist richtig gut, die D2. Ja, ich muss halt jedes Mal nachladen, aber auf nahe Distanz kann die was. Gut, das kann jede Schrotflinte, also, naja. Ja. Von den Schrotflinten ist es die schlechteste, aber... Achtung, ja. Oh, ja, die haben noch einen Mörser, ich frag gar nicht. Natürlich haben die einen Mörser. Alter, hey, die ist richtig gut, die D2. Naja, sag ich doch. Die ist fast zu gut, muss ich sagen. Nee, das würde ich nicht sagen, weil die muss nach jedem Schuss nachladen. Ja, aber da guck dir die anderen Scheißwaffen an. Ja, die sind noch schlechter, das stimmt. Okay, warte. Ah, okay, ich bin tot. Achtung. Ah. Okay. Ja, okay. Du auch, wie ich glaube, ich muss doch nochmal die MS-16 verwenden. So war schlecht war die, glaube ich, gar nicht mal, oder? Ja, es ging. Aber warte mal. Der eine, der da oben der steht gar nicht da oben. Nee, diesmal irgendwie nicht. Doch, der kommt gerade hoch. Ja, warte, den mache ich gerne mit der Flare Gun, warte. Warte. Der Sixer ist besser. Oh. Nein. Schon wieder entdeckt. Aua. Ja, das ist das blöd. Du darfst hier nicht wieder Flare Gun holen. Achso, das liegt an der Flare Gun. Oh, die fliegen ganz schön nach unten, diese. Ich bin schon tot. Okay. Das ist echt blöd, wenn du am Anfang gleich bemerkt wirst. Da musst du einen gezielten Schuss mit der Sixer und dann ist er auch tot. Da finde ich die Verlärger ja, nicht so geil. Irgendwie. Es gibt doch auch Besseres, muss ich zugeben. Naja, okay. Wir schaffen es heute vielleicht noch. Also die Sixer ist gut, aber nur beim ersten Schuss. Ja. Danach verzieht die auch erstmal so. Es ist einfach. Ja, das ist. Grässlich. Warte. So, ich reiße auch immer hier die Propaganda ab. Ich hole ihn mal mit der Sixer raus, ne? Ja. Machst du den links daneben mit der Sixer, dass wir ihn gleichzeitig so ausschalten? Ah, er sieht mich. Verdammt. Ja. Okay, oder? Oh ja, verdammt, ich hab ihn nicht getroffen. Scheiße. Nein, ich hab ihn irgendwie nicht getroffen. Obwohl ich genau auf ihn... Ah, jetzt, ich hab ihn. Okay. Ey, die Sixer ist echt gut, wenn man präzise schießen kann. Wenn die sich nicht schnell bewegen, geht die gut. Naja, das geht, aber... Oh, ihr müsst erst nachladen. Scheiße. Den hab ich. Ah, scheiße. Kannst du mich holen? Ich versuch's. Relativ sicher. Außer, dass ein Mörser kommt, ist alles gut. So. Okay. Man muss auch nochmal dazu sagen, wir sind hier im Norden von Kurat und kämpfen mit den wohl schlechtesten Waffen im Spiel. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn der Mörser? Aua! Was ist hier gerade passiert? Mach mal, wo ist denn der Mörser-Typ? Den können wir mal ausschalten. Den hätte ich auch gerne mal weg. Der ist echt nervig. Ach du Scheiße. Oh, beweg dich nicht. Ah, ich sehe den Mörser-Typ. Hab ihn! Ich hab den Mörser-Typ. Weißt du, da ist noch Raketenwerfer. Scheiß, Mann. Ah, tot. Dafür bin ich aktuell recht safe. Okay. Ah, die MS-16 ist einfach nur eine Rotzwaffe.
Ja, die Sixer ist halt eklig, aber man kann im Notfall damit arbeiten. So, ja, dann kommst du wieder. Gleich. Ich so, bleibe da. Ja, gut. Oh, die hat vor allem auch viel Schuss. Die MS-16 geht jetzt eigentlich, ja. Wobei, die braucht auch recht lange Zeit zwischen den Schüssen. Ja. Und sogar so einen einfachen Typ kann man da nicht wirklich toll ausschalten. Also sobald drei Leute kommen, ist es schon echt ein Problem. Au. Wie zum Beispiel jetzt. Kannst du mich holen? Ich bin hier sicher. Ja. Aua. Hä? Also manchmal ist es... Hä? Holst du mich? Ich versuch's. Oh. Okay. Pass auf, hier kommen gleich Leute. Glaube ich. Nee, das war gerade ziemlich buggy. Ich hab die Shotgun. Glaube ich, dass es buggy war. Ich weiß nicht so genau. Nein, wir kamen vor dir. Ja, auch das kriegen wir hin. Wir haben ja gute Waffen dabei. Na, dann ist ja gut. Hab ich. Bleib erstmal im Haus. Na, ich bleib auch wieder mal im Haus. Oh, wo kommt denn der jetzt? Ich glaube, wir müssen echt hier im Haus uns verbarrikadieren. Hier kommt, glaube ich. Wo kommt denn hier? Hä? Irgendwo haben sie mich gesehen? Der Helikopter ist die Überhaupt halt. Komm. So. Ah, da. Ich sehe einen Gegner, aber der Helikopter hat mich leider auch gespottet. Ziemlich spannend gerade. Werden wir die Stellung hier halten können? Ich wechsle auch mal die Waffe. Oh, der ist direkt über uns. Okay. Aua. Gegen den Helikopter ist irgendwie blöd. Ja, ich versuche gerade irgendwie. Da gibt es ja noch andere Häuser. Okay, ich habe einen Gegner ausschalten können gerade. Versuche jetzt rüber zu rennen. Ohne dass mich... Jawohl. Okay, okay. Ich bin im anderen Haus. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen mehr Überblick quasi. Vorne wäre wohl ein Gegner. Ich schaue mal, ob ich den irgendwie... ich muss mich leider aus meiner sicheren... Okay, oben sind die. Okay, den habe ich ausgeschalten. Oh, da vorne kommt noch einer. Ich muss mich hochheilen. Okay. Okay, ich habe noch einen. Hier ist noch einer, irgendwo. Nur noch der Helikopter ist da, oder? Kann sein, ich weiß nicht so genau. Ja, das kann gut sein. Ich versuche nochmal die Stellung zu wechseln, hier wo der Helikopter gerade nicht ist. Okay, hier gibt es keine Leiter nach oben, aber ich bin hier... Okay, okay. Ich heile mich nochmal. So. Mit was kann man einen Helikopter am besten ausschalten? Mit unserem aktuellen Waffenarsenal? Warte, ich mache mit der MS-16 mal. Du siehst, was ich mache? Ja. Aber nee, das funktioniert gar nicht. So, nochmal. Ah, ich muss mich heilen. Ich müssen wir einfach ganz mit normalen Waffen so lange feuern. Ja, das ist ja geil. Kann man irgendwie einen Pilot treffen? Das habe ich mir auch überlegt, aber irgendwie nicht so. Ja, da oben ist ein Pilot drin. Guck. Ich habe ihn mal markiert. Vielleicht treffen wir den irgendwie. Zumindest wissen wir jetzt, wo er rumfliegt.
Verdammt! Jetzt steigt er die Leiter hoch! Nein! Bist du safe? Kann ich dazu gehen? Nee, nicht wirklich. Nicht safe, kann ich da zu dir nicht. Ja, doch, hier bin ich. Oh, au, 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 au. Ja, so, okay. Nun, die Flairgun bringt nicht viel gegen den Helikopter. Aber man kann ihn treffen, wenn man von der Scheibe den Oh, warte mal. Geht. Ah, jetzt hat er mich leider. Ah, okay. Ich habe gerade überlegt, mit der Sixer zu versuchen, den Piloten auszuschalten, aber es hat nicht so ganz funktioniert bisher. Das geht bestimmt, oder? Ah. Nein. Fliegt halt auch zu. Ah, oh, verdammt, jetzt greift er mich schon wieder an. Mich auch. Das ist blöd. Jetzt mal. Okay, die MS-16. Puh, okay, okay, okay. Wie kriegen wir das jetzt hin? Hm. Ah, die ist halt wirklich nicht sonderlich gut dafür. Da fährt sie halt viel Schuss. Ich bräuchte eine erhöhte Position für sowas. Das stimmt, ja. Die Sache ist, dann sieht der einen halt auch sehr schnell. Ja, da müssen wir aufpassen. Gerade schießt er auf mich. Jetzt schießt er auf mich. Okay, gut. Hm. Ah. Aber der raucht schon. Ja! Ja, ich hab Motor getroffen. Ah. Wow! Okay, mit diesem Scheiß machen. Mit der MS-16 hinten auf dem Motor. Auch. Ah. Irgendwann hat er auch einen Geist aufgegeben. Okay, und ich habe nochmal vorne reingeschossen. So, jetzt mit die richtige Taste drücken. Alter. Ich will es nicht nochmal machen müssen. Hm, wollen wir die Waffen behalten für den nächsten Außenposten, oder? Klar. Okay. Ich lade aber mal noch Munition nach. Mhm. Muss ich auch machen. Aber vielleicht ist der Vorteil, dass die billig ist, die Munition. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Ich weiß ja, wie viel der Rest kostet. Ja, ist relativ billig. Verballert halt auch recht viel. Aber egal, so. Ja. Achtung, ich reise gerade schnell. Also okay. Die MS-16 ist okay. Gar nicht so schlecht. Und die D2 kann man auch verwenden, finde ich. Ja, und die Sixer geht sogar auch. Und die Flairgun ist manchmal auch hilfreich. Ja, wenn man den Kopf trifft und so, dann ist die Sixer auch ganz okay. Ja. Okay. Wollen wir das Auto nehmen? Oder wie weit ist es denn? Wo ist es denn? Da vorne. Kann man vielleicht auch mit dem Wings. Ja, das sagst du mir auch gerade. Ich wollte gerade den Wingsuit nehmen, hatte aber irgendwie nicht gemacht. Da bin ich ziemlich unsanft auf dem Boden gelandet. Sagen wir es mal so. Okay. Okay, also letzter Außenposten jetzt. Noch einmal mit minder guten Waffen vielleicht. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Ich sehe hier nur die Flare. Hä? Bin ich denn jetzt dagegen geflogen? Okay. Das würde ich jetzt gerne in der Aufzeichnung nochmal sehen. Ich habe nämlich nichts gesehen, aber vielleicht war ich auch nur, keine Ahnung, seltsam, ein bisschen blind oder so. Ich muss ja eigentlich gegen den Baum gestoßen sein, aber irgendwie... Warte, nicht sterben. Ich komme auch. Oh oh. Ha! Oh, gerade rechtzeitig. Nee. Ich bin gerade gespawnt und sofort gestorben. Scheiße. Okay, nochmal. Diesmal schaffen wir es besser mit dem Wingsuit. Moment, wie sind wir wieder... Nee, wir sind beim richtigen, okay.
So. Okay, diesmal schaffen wir es besser, sag ich. Eventuell? Also, mit dem Wingsuit meine ich jetzt, nicht mit dem Kämpfen. Das schaffen wir bestimmt nicht besser. Das war ja schon legendär, die aktuelle Runde. Ja. Wobei, so schlecht waren die Waffen nicht. Also. Nee, nee. Hä? Hey, also, oh Gott, ist das Spiel gerade schon wieder komisch. Bei der Höhe hätte ich auf jeden Fall den Wingsuit auswählen. Stimmt, das sind zwei Piraten. Müssen. Naja. Ha, zwei Piraten ausgeschaltet. Sehr gut, und das mit den Waffen. Ich bin sehr stolz auf dich. Hier, ich werde verfolgt. Jetzt kann er den Wingsuit wählen. Jawohl.